In den Bildern habt ihr ja schon gesehen, wie weit ich bis jetzt gekommen bin. Und als nächstes ging es dann ans Lackieren. Da ich keinen Airbrush habe und bei mir in der Wohnung auch nicht unbedingt damit arbeiten möchte, habe ich mir von Revell so ein Döschen gekauft. Ganze 10 Euro. Und damit bin ich dann zu meinen Eltern gefahren und dort im Keller habe ich dann einen Platz, an dem ich lackieren konnte. Hab dann angefangen, zuerst mal den Turm zu machen. Ist auch so recht gut gelungen. Hab dann weitergemacht, indem ich die Unterseite lackiert habe vom Panzer mit den Ketten und dann die Oberseite. Und als ich bei der Oberseite angefangen habe, merkte ich, oh, die Dose geht leer. Dann habe ich mir gedacht, dann halt mal ordentlich drauf, damit du noch eine Oberfläche, eine gedeckte Oberfläche kriegst. Und die Dose ging immer leerer und leerer. Und dann habe ich ganz nah dran gehalten, damit das bisschen Farbe, was da rauskommt, auch noch auf dem Modell landet. Habe die Dose etwas gekippt und in dem Moment kommt ein richtiger Sutsch raus. Und das Ergebnis der Sache ist, dass, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, hier die ganzen schönen Details zum Teil so zugesutscht worden sind, dass man die kaum noch erkennt. Hier vorne zum Beispiel bei den Luken, wie halte ich das jetzt am besten? Und bei den Luken sieht man hier, die Fugen hat es mir zugesetzt. Naja, jetzt ist es zu spät, was soll man machen? Ja, und da sitze ich da ganz betrüppelt vor meinem Panzer im Keller. Kommt mein Vater runter. Ich zeige ihm das, guck mal hier, wie schlecht das geworden ist. Da guckt er mich an und sagt: Ja, warum hast du denn nicht meinen Airbrush genommen? Ja, wie, du hast einen Airbrush? Ja, warte, ich zeig's dir. Geht um die Ecke, kommt mit dem Karton, alles drin. Druckluftflaschen, mehrere Pistolen, von der groben bis zur feinen, einen fetten Kompressor, also wirklich alles, was man braucht. Ja. Also wäre schön, wenn jemand ein Foto von mir gemacht hätte in dem Moment, weil mein Gesicht hätte ich echt gern gesehen. Ich hätte mir das alles ersparen können, die Farbe wäre schon da gewesen, ich hätte keine 10 Euro ausgeben müssen, ich hätte viel gezielter lackieren können. Naja, gut. Das heißt zwar jetzt nicht, dass ich ab sofort alles mit dem Airbrush mache, weil jedes Mal zu den Eltern fahren, den Platz im Keller freiräumen und alles. Das ist also wirklich nur, wenn ich wirklich sehr schön haben möchte, weil bis jetzt habe ich alle meine Pinsel, ja, genau, alle meine Modelle mit Pinsel gemacht und es ist auch einigermaßen geworden. Von daher, jetzt ist es zu spät. Ich fange jetzt nicht nochmal neu an. Hätte ich auch gar nicht die Zeit zu. Ja, dann wollte ich euch noch zwei Werkzeuge ans Herz legen, wenn ihr sie noch nicht kennt. Die haben mir echt geholfen. Und macht Spaß damit zu arbeiten. Zum einen ist das so ein Skalpell. Das kostet, glaube ich, 10 Euro oder sowas. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß auf jeden Fall, 5 Ersatzklingen für 5 Euro und die halten wirklich lange. Und damit könnt ihr super arbeiten. Zum Beispiel Sachen raustrennen. Gut, die meisten Sachen, die trenne ich weiterhin mit einem normalen Cutter raus, damit mein Skalpell schön scharf bleibt. Aber dadurch, dass das hier so sehr schön spitz zusammenläuft, da kommt ihr dann in irgendwelche Ecken, wenn ihr hier irgendwas rausholen wollt, da kommt ihr so prima dran. Oder irgendwelche Löcher, die zu eng sind. Ich habe jetzt hier kein Beispiel. Wenn irgendein Loch zu eng ist, dann könnt ihr mit der Spitze nehmen. Sieht man gar nicht so. Könnt ihr die Spitze nehmen, dreht einfach so und dann habt ihr das Loch etwas erweitert. Prima Sache, kann ich jedem nur empfehlen, weil an feine Stellen mit so einem Ding zu kommen, das ist wirklich Mist zum größten Teil. Des Weiteren möchte ich euch noch empfehlen, wenn ihr Mutter, Frau, Oma, Freundin, Tochter, wie auch immer habt, guckt mal bei denen, da findet ihr diese Einweg-Schleifdinger.
Pfeilen, Einwegpfeilen, Nagelfeilen. Die sind prima. Zum ersten Mal, die kosten nichts. Die haben eine etwas raue Oberfläche und eine etwas feinere Oberfläche. Der Vorteil ist, die sind elastisch. Wenn ihr jetzt also irgendein Teil habt, auch die kleinsten Teile, und ihr packt die Pfeile schön hinten, da könnt ihr nie zu viel Druck ausüben. Das ist so wie bei dieser berühmten Zahnbürste, ne? Man kann super arbeiten. Die meiste Zeit benutze ich auch nur die untere Seite, die etwas feinere Seite. Und wenn ihr die öfters benutzt habt, dann nutzt die sich natürlich ab. Und das ist hier bei, das kann man in der Kamera, kann man das nicht sehen, aber das ist jetzt mittlerweile so weit abgenutzt, dass es schon so fein ist, dass ich mir gar keine feinen Schleifschwämme mehr kaufen muss. Also prima Sache, die zwei Sachen, wenn ihr sie noch nicht kennt oder habt, besorgt euch das. Es kostet in dem Fall nicht viel, in dem Fall gar nichts und es bringt wirklich was. So, dann würde ich sagen, was das erstmal für dieses Video. Wenn ich fertig bin mit meinem P3, dann kommt, wie auch schon im anderen Video gesagt, ein Video mit einer 360-Grad-Ansicht, Detailaufnahmen, so wie ihr es von mir kennt. Und dann würde ich sagen, hoffentlich sehen wir uns dann. Bis dahin, ciao, euer Zombie.